Comedy Männer wird präsentiert von Emmi-Joghurt pur. Das einzige aus nur 3 Zutaten. Emmi-Joghurt pur. Schön, dass ihr da seid nach dieser Sommerpause, oder? Wir werden euch gerade erzählen, was wir noch gemacht haben. Vielleicht für die, die uns jetzt nur hören und denken, das tönt ein bisschen anders. Für die, die uns schauen, denken auch, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Das ist nicht das Comedy-Männer-Studio. Wir sind am Erlebnistag von SRF. Da haben die Zuschauer sich können bewerben, unter anderem für die Live-Folge da von den Comedy-Männern. Und da sitzen wir jetzt vor lauter wunderschönen Menschen und machen unsere erste Folge nach der Sommerpause an dem Erlebnistag. Wir, die bei SRF arbeiten, wissen, jeden Tag bei SRF ist ein bisschen ein Erlebnistag. Das muss nicht gut sein, aber kann. Ja. Also, da freuen wir uns doch sehr drauf. Vor allem, weil SRF uns ja gebeten hat, die erste Folge jetzt nach der Sommerpause bitte bei Ihnen und vor Publikum aufzuzeichnen. Ich glaube, die wollen einfach zeugen. Es ist ein bisschen betreutes Podcasten. Also ein bisschen unsere Comedy-Männer. Ja. 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 Vor allem, wir machen eine Staffel draus. Ja, unbedingt. Es ist ja ein Erlebnistag da. Habt ihr schon irgendetwas erlebt? Habt ihr jemanden Berühmtes gesehen? So, der Ippinet zum Beispiel, der ist ja immer irgendwo da, der wartet ja nur auf die Gelegenheit, dass er etwas moderieren kann. Ja, ja, ja. Den könnt ihr antreffen, jederzeit. Ja, ja. Es ist ja immer ein Risiko, oder? Wenn man so Leute, die man sonst nur im Fernsehen sieht, plötzlich in echt sieht. Ja. Man weiss dann auch nie genau, für wer ist die Enttäuschung grösser, oder? Für die, die uns jetzt erst mal in echt sehen, oder für uns jetzt, wo wir sehen, was das für ein Publikum ist, das uns hört. So gross kann die Enttäuschung nicht sein. Du bist ja im Sommercamp gewesen, du hast ja trainiert. 7-mal den Donnerstagsjahr. Ja, das stimmt. Ja. Schlimmer wird es, glaube ich, nicht. Nein, da sind wir durchaus auch an Ort gewesen, wo jetzt der Genpool nicht immer ganz frisch war. Ja. Ja. Gut. Nein. Es läuft ja unter dem Motto Faszination Medien, oder? Und das tönt fast ein bisschen nach etwas, das bald mal vorbei ist. Weißt du, wie so Faszination Pfahlbauer? Ja, plötzlich sind sie weg. So eine Ausgrabung. Ja. Vielleicht. Ja. Je nachdem. Also in dem Sinn geniessen den Erlebnistag. Je nach Abstimmungsresultat ist es nachher nur ein Erlebnishalbtag. Ja. Oder? Dann müssten wir mal schauen. Aber das sind noch Zukunftssorgen. Jetzt haben wir zurück ins Jetzt. Das ist Comedy Männer Folge 127. Heute reden wir über alte Männer, kleine Männer und reiche Männer. Endlich mal über Männer reden. Ja, machen wir viel zu wenig. Ja. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind der Aaron Herz und der Michael Schweizer. Hallo Vater. Wie geht's euch? Also mir geht's sehr gut. Ich bin diese Woche im Holzzuschnitt. Ja. Scheiss! Und ich bin dort so ein Ort, wo man so halt so ein Holzzuschnitt und ich habe ein Brett gebraucht, weil mir ja Firma zügelt. Oder? Wir haben so eine Firma halt, oder? Unsere Agentur, wo wir so Sachen machen wie das da. Und nachher dann haben wir jetzt neue Büros. Und jetzt habe ich ein Brett gebraucht für diese Büros. Und wo geht man da her? In Holzzuschnitt. Und dann bin ich eigentlich überfordert gewesen, weil ich hätte nicht erwartet, dass ich es gerade auf der Stelle bekomme. Oder? Ich bin wirklich dort her. Da ist jetzt so ein Hörer gewesen, der gestanden ist, für Holzzuschnitt Hörer abheben. Und hat kurz überlegt, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Haben den abgenommen und dann ist wirklich in der Minutenfrist ist jemand da gestanden, mich perfekt beraten, welche Holzart, was ich brauche, alles drum und dran. Und dann habe ich gesagt, also gut, wann kann ich kommen? 10 Tage, 14 Tage? Also nein, schneide ich jetzt. Chef, jetzt. Hat mir Chef gesagt. Das habe ich am liebsten. Und du, das machen alle. Es braucht nicht viel ins Bein. Ja, wenn mir einer Chef sagt, dann ist er in meinem Herz. Und hat er das auf der Stelle hat er das zugeschnitten. Und ich habe dann ein bisschen vergessen, dass ich eigentlich jetzt mindestens ein Jahr lang einen VW Golf habe. Und nicht mehr so ein grosses Auto, wie ich früher hatte. Und dann ist das Brett ist dann nicht in das Auto reingegangen. Und dann bin ich in der Garage unten gewesen, habe ich Stefan Büsser angerufen. Und er hat gesagt, kein Problem, in Tesla geht alles. Und ich habe noch gedacht, aber wirklich 10 Minuten später ist er da gestanden. Ich habe gesagt, Chef, ich bin ja, da. Ja. Klappen auf. Brett nicht rein. Natürlich hat es keinen Platz gehabt im Tesla. 2 cm. Also Männerschätzung, 2 cm. Der Stefan, können wir es nicht ein bisschen beugen? Ja, es war leicht flexibel, aber nein. Gut, dann haben wir einen Mitarbeiter angerufen, der ist dann mit dem Firmenbus gekommen, eingeladen, los. Und jetzt bin ich ziemlich sicher, ich habe einen Bus. Weil in dieser Tiefgarage ist so ein ganz spezielles Zahlsystem. Du fährst nicht her und dann nimmst ein Zettel und die Schranke geht auf, sondern es stehen überall sind Kleber und QR-Codes und dort steht, wenn du gehst,
dann musst du zahlen. Also nicht, wenn du kommst, oder? Wo du die Parkour einstellst, und wenn du rausfährst, dann musst du den QR-Code scannen. Und das habe ich dann natürlich gemacht, habe einen Scan, Tag, zahlt online, bin zum Auto und habe dann gemerkt, ich bringe das Brett nicht rein. Und dann bin ich ja mindestens noch eine halbe Stunde in einer Tiefgarage gestanden und losgefahren. Und jedes Auto wird ja per Kamera quasi scannt, registriert, eingescannt. Jedes. Auch dies, korrekt. Also auch du bist nicht reingefahren. Das sind kein Gratis-Parkplatz. Nein, das sind kein Gratis-Parkplatz. Sondern wenn du reinfährst, scannst du deine Nummern. Der Brett ist ein bisschen teurer geworden. Ja. Und dann steht das grosse Schild, wenn man es missachtet, kostet 60 Franken. Jetzt habe ich ja drei Autos dort runtergelost. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich 180 Steine anliefern kann. Ja. Das ist wirklich... Ja. Da habe ich mich wirklich gefragt, wo du so eine Story dazu gemacht hast. Habe ich mich wirklich gefragt, also hat jeder dort ein Zettel gezogen und ist dann noch an dein? Nein, es hat keine Barriere. Ja, das hat wirst abgescannt so, und dann... So. Ja. Und dann gehst du rauf, dann postest, dann gehst du runter. Dann musst du QR-Code scannen. Ja. Dann, Hand auf, da rein. Wer weiss seine Autonummer auswendig? Okay, falsche Crowd. Was sind das für Freaks? Schauen wir dir euch eigentlich nicht. Du musst deine Die meisten haben natürlich auch nur eins. Ja gut, das stimmt. Wie geht es denn dir an? Ja, nicht so gut. Ganz ehrlich. Es ist so ein bisschen, wir haben die Ferien gehabt, oder? Im Gegensatz zum Stefan, der eigentlich durchgeschafft hat im Sommer, bin ich ein bisschen weg gewesen, oder? Und die Ferien sind ja so ein bisschen, es ist so ein Fake-Leben, das man führt. In dieser Zeit. Sehr ein Fake-Leben. Man gibt Geld aus, man hat Zeit für alles, man hat ja immer nur gute Laune, Mails kommst keine über, man kann trinken den ganzen Tag. Ja, man frisst ohne Ende und man führt einfach ein Leben, das man eigentlich nicht hat und auch nicht vertreibt. Mhm. So. Und jetzt ist der Ganze wieder ein bisschen vorbei und jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Zug von dem ganzen Spiel. Jetzt muss ich wieder so in normal reinkommen, auch ins normale Gewicht wieder reinkommen und so das Ganze wieder ein bisschen in Betrieb bringen und ein bisschen, es ist ein bisschen wie wenn du aus dem Kies raus musst lossäckeln, oder? Dann kommst du zuerst nicht vorwärts. Also wie kommst du denn ins normale Gewicht? Frage für einen Freund. Also. Weißt du, ich sage das, wenn ich es herausgefunden habe. Nein, und jetzt ein bisschen etwas habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ich bin daheim gekommen und gefunden, ja gut, es sind Olympische Spiele, da hat mir so, das ist ja so ein bisschen Sommergefühl gewesen. Ah, es laufen ja Paralympics. Ja. Und jetzt kannst du wieder den Fernseher einschalten und dann kommt Sport. Mhm. Dann habe ich die Paralympics geschaut und dann habe ich so die wahnsinnigen Leistungen gesehen. Rollstuhl war gestern, gewesen, Marcel Hug. Die fahren und tun und machen, sind wirklich Athleten ohne Ende. Dann habe ich mich gefragt, wie haben die entschieden, Paralympics gibt es ja nicht gleich lang wie die Olympischen Spiele. Wie haben die entschieden, zu sagen, ja, es braucht da noch etwas. Ach, jetzt Leute, die können im Fall da mega gut. Okay. Ja, was machen wir denn? Ja, wir könnten es ja zu den Olympischen Spielen nehmen, als Disziplin. Wäre vielleicht gewesen da nicht. Ja, wieso nicht? Die können ja mega gut Rollstuhl fahren. Mach mal etwas Eigenes, um darauf aufmerksam zu machen. Nicht, dass es noch vermischt wird mit dem anderen, dass die Leute noch verschrecken, wenn so etwas geht. Ja gut, wie sollen wir es denn nennen? Ja, wir nennen es Paralympics. Weißt du, so ein bisschen einen eigenen Namen geben. Und da finde ich sehr irritierend, dass Disziplinen, die Leute extreme Leistung anbringen, nicht olympisch sind im Sinne von den anderen Olympischen Spielen. Dort hast du Sportarten gehen. Geländeritt. Wo müssen sagen, Kitesurfen, wo ich Golf, wo ich finde, es schwankt so zwischen Hobby und einfach auch sonst irgendeine Aktivität, ja. Wo ich finde, da könnt ihr auch Rollstuhl fahren, dort hinein. Die Leute, das ist eine eigene Disziplin. Stimmt, ja. Und da finde ich, wieso schreibt man es denn immer noch so mit Para an? Das ist so wie Frauenfußball, es spielt irgendwie GC gegen IB, man zeigt da heute am Fernsehen, aber es steht Frauenfußball. Also, ob irgendjemand wie reinschaut, dass wir die Leute warnen, oder? Jemand schaltet ein und denkt, hui, was ist denn mit diesen Männern los, wenn jetzt GC gegen IB spielt? Wieso schreibst du denn noch ab, parallel? Wenn man das Frauenfußball anschreibt, finde ich schon. Also, das schaltet schon aus Versehen noch ein. Also, weißt du, wie man? Nein. Ja, es hat übrigens im Publikum einen geklatscht. Ja. Und er ist etwa 60 und deine Gewichtsklasse. Wow. Ihr seid nur eifersüchtig, wenn ihr besser spielt wie ich. Ja, definitiv. Ja, das hat mich sehr irritiert. Ich probiere jetzt wieder in Betrieb zu kommen, meine Laune langsam wieder aufzubauen. Ja. Mhm. Stefan.
Wie geht's dir? Nicht mehr gut. Wieso? Offensichtlich habe ich einen Parkbus für 60 Franken, habe ich gerade erfahren. Die übernehme ich ja. Ach so, gut, ja. Da habe ich noch eine zweite unnötige Investition gemacht diesen Sommer. Und zwar, ich habe einen ganz kleinen Gartenanteil und habe wunderschöne Hortensien, die dort wachsen. Ah. Und die muss man, das habe ich im ersten Jahr als Neugärtner, letztes Jahr gelernt, die muss man scheinbar gießen. Also das ist... Pflanzen haben das scheinbar gerne, okay, wenn sie auch Wasser haben. So. Die sind mega schön gekommen, richtig gross, weiss, schön. Und sind dann aber nach etwa 3 Wochen braun geworden. Und ich habe zuerst gedacht, gut, die wechseln einfach die Farbe. Das, ja, ist so, das hört sich so. Aber und sind dann auch schnell oben runtergekommen. Für mein Bild, ja. Hortensien, wie sehen die aus? Das sind so die Böllen. So. Ja, genau. So ein bisschen Böllen. Die Böllchen. Okay. Ich schicke dir das Foto. Okay, ich kenne nur Hortensien. Das ist jetzt ein Viertel von der Hortensie. So, jawohl. Nicht vom anderen. Nein, lieber nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann gedacht, gut, den Fehler mache ich nicht ein zweites Mal. Ist gut, können wir die Folge noch schneiden nachher. Warte, ich setze jetzt so an, dass wir es schneiden können. Und irgendwann sind die Pflanzen dann oben runtergekommen. Mörderpointe, hast du gemerkt? Ja, die Leute haben gerade gecheckt, die Pflanzen sind jetzt tot. Ja. Wie eine Pointe. Ja. So, auf jeden Fall habe ich gedacht, das Mal tue ich eine elektrische Gartenbewässerung installieren. Und bin in ein Gartenbaugeschäft, wo man noch hat können zahlen normal, wenn man parkieren ist. Ja. Hat dort das gekauft, so Schläuch, also einen am Stück, und dann musst du die durchschneiden und dann miteinander verbinden und weiss ich was. Das wird dann mein Projekt im Frühling. Und im Frühling wäre das super gewesen, da hast du noch so ein paar kleine Äste, oder? Und dann kannst du einfach dazwischen, kannst das andere, top, top, top. Jetzt hat es aber im Frühling relativ oft geregnet und ich war auch nicht so Zeit gehabt, wegen der Late Night. Dann dachte ich, ja, mach's dann im Sommer. So. Dann war irgendwie Juni, Late Night vorbei, und dann habe ich gefunden, gut, jetzt ist mal 4 Tage schön, jetzt machst du das. Es waren aber die Blumen schon in voller Pracht da. Ja. Was ich mich dort unten eins an irgendwelchen Ästen geschnitten habe, ich habe so geflucht, weil ich einfach nicht Jod war. Ich hätte das in 15 Minuten erledigen können, aber so habe ich 3 Stunden gehabt. Oder? Du musst das Zeug zusammen machen und überall hast du Blumen und weiss ich was und so. Und dann habe ich das Zeug endlich irgendwann nach 3 Stunden installiert gehabt. Das hat sogar funktioniert. Das ist auch immer erstaunlich, wenn ich etwas Technisches mache. Habe den Wasserhahn angelassen und ab dort hat es 4 Wochen geschifft. No joke, die ersten 5 Wochen habe ich nicht einmal die Gartenbewässerung anstellen. Die unnötigste Investition ever gewesen. Aber wieso bist du nicht ins Tessin runter? Ins Tessin? Ja, das ist nicht geregnet. Ja, dort bist du gewesen. Aber dort sind ja die Hortensien nicht. Aha. Ja. Also meine nicht, das hat schon auch wahrscheinlich Hortensien. Vielleicht wäre die Lösung einfach ein Brett gewesen. Ja. Nächstes Mal hole ich ein Brett. Wenn du im Gartenbauzentrum bist, kannst du ein Brett holen. Ja, wieso nicht? Ja. Du, für die, die uns das erste Mal hören, da besprechen wir immer so die aktuellen Themen. Mhm. Da haben sich vielleicht die einen oder anderen schon gefragt, ja, wie machen wir das jetzt? Weil das wird ja erst ausgestrahlt am 13. September. Jetzt haben wir ja eine relativ lange Sommerpause gemacht. Also müssen wir auch noch ein bisschen aufarbeiten, was dort alles passiert ist. Wobei, es ist ja nicht so viel passiert. Jetzt gerade zum Beispiel amerikanischer Wahlkampf. Ja. Oder? Seit unserer letzten Sendung im Juni eigentlich nichts passiert. Oder? Ist ruhig geblieben. Ja. Gut. Einer ist fast ermordet worden und der andere ist tatsächlich weg. Aber... ja. Ich habe die Nachricht gesehen und habe gedacht, wie will man es politisch korrekt sagen? Der Trump ist jetzt nicht so ein schwieriges Ziel. Hm? Sagen wir es so. Ja. Hat auch eine Sommerpause gehabt, offensichtlich. Also, da musst schon wollen, daneben zu schiessen. Ja. Tücht's mich. Aber vielleicht war es einfach ein wahnsinnig schlechter Schütz gewesen. Aha. Das ist denkbar. Dass der einfach, der hätte das einfach nicht besser können. Oder auch möglich. Mhm. Du bist mega alt, zittrig, siehst nicht mehr gut. Im ersten Moment habe ich gedacht, vielleicht war es der Joe Biden. Voilà, natürlich. Hoch möglich, ja. Aber es hat sich auch der Zweifelverdacht nicht erhärtet. Es war nicht Melania. Nein. Hätte ich gedacht, das könnte Melania ja sein. Oder die Sturmgewehr Daniels. Ja. Ja. Durchaus. Danke vielmals. Gut, obwohl ja am Trump so geschossen wurde, gehört er immer noch besser als der Joe Biden. Hä? Ja, aber wir müssen fair sein, Auch der Joe Biden ist bei der einen Veranstaltung fast gestorben. Ja. Aus natürlichen Gründen. Ja, aber er ist einfach alt gewesen. Ja. Fast ums Leben gekommen. Ja. Ja, ja. Aber er lebt noch. Ja. Er lebt noch, der Joe Biden. Er hat aber seine Kandidatur, für die, die es tatsächlich nicht mitbekommen haben, für das Weiße Haus zurückgezogen. Nachdem er sehr viel Druck aus der eigenen Partei gehabt hat. Der Druck ist für ihn sonst eigentlich nur grösser. Der Druck ist nur grösser gewesen als sonst am Morgen um 4 Uhr auf seiner Blase. Ja. Oder? Wobei, er hätte schon lange aufhören wollen.
Sie von der Spitex hat einfach geil gefunden, um mit der Air Force One können ja mitzufliegen. Das wird es gewesen sein, ja. Kommen wir nochmal. Ja, hey Joe, nochmal! Ja. Ah, und schon wieder verliert ein alter weißer Mann völlig zu Unrecht sein Posten. Ja, das ist schon ein bisschen gemein. He? Jetzt kommt Kamala Harris, bisherige Vizepräsidentin, hat jetzt die Nominierung von der Demokratischen Partei bekommen und ist Kandidatin. Der Trump kritisiert, dass Demokraten einfach den Kandidat gegen eine Jüngere austauscht haben. Weil das ist ja eigentlich sonst seine Strategie bei den Ehefrauen. Und als plötzlich eine neue Frau, oder? Am Trump seine Kinder so als Reflex. Mami? Ja. Nein, der Trump ist ein bisschen verwirrt, weil er eine neue Gegnerin hat. Neben der Melania. Ja. Jetzt musst du entscheiden, wo deine Energie hingeht. Ja. Und das war ja auch jetzt oft ein Kritikpunkt. Sie hat ja jetzt wirklich sehr lange wie nichts gesagt. Oder? Mhm. Also hat keine Interviews gegeben. Sie hat eigentlich immer so ein bisschen zu den politischen Themen auch geschwiegen. Mhm. Viele haben vermutet, der Trump hätte ihr ein Schweigegeld gezahlt von 130'000 Stutz, aber das ist es, glaube ich, nicht. Gut, mit Frauen als Gegnerin kennt sich der Trump ja aus, oder? Er nennt das Ehe in der Endphase. Ja, nein, müssen wir ehrlich sein, es ist Zeit. Es ist Zeit für eine Frau an der Spitze in den USA. Habt ihr gesehen, wie viele Schulden die haben? Die müssen auch sparen. Ja. Die müssen sparen. Die müssen sparen. Ja, das ist ruhig geblieben. Ja. Es ist Wahnsinn, was nicht gelaufen ist. Hey, ja. Also, in dieser Zeit. Oder? Es hat doch die so 3 Wochen gegeben, wo du das Gefühl hast, jetzt kann alles passieren. Ja. Ja. Ich war ein bisschen erstaunt, jetzt ganz ehrlich, über gewisse Experten, die insbesondere in gewissen Medienbereichen haben sich vorher geäussert und haben gesagt, ja, Joe Biden, super Kandidat, nein, der wird das machen, ja was, der ist nicht alt. Und jetzt ratzfatz haben sich die gekehrt, oder? Oder sagen in dem Sinn gar nichts mehr dazu. Also von dem Expertentum ist in dem Sinn nicht mehr viel übrig geblieben. Und sie werden wie nicht so ganz zur Rechenschaft gezogen, was mich ein bisschen irritiert. Da haben sich auch, was wolltest du zur Rechenschaft ziehen? Also was müssen sie machen? Ja, du bist nicht so ein guter Experte, wenn du sagst, der macht das tiptop und du weißt eigentlich, nein, er macht er nicht. Ich glaube einfach, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, ich bin einfach verschrocken, als ich das Duell gesehen habe. Und du einfach gemerkt hast, oh, holy shit, ja, kannst schon mal einen schlechten Abend haben, aber das ist, glaube ich, ein bisschen mehr wie ein schlechter Abend gewesen. Und ich glaube, so ist es auch in der Demokratischen Partei und in den Medien vielen Leuten gegangen, dass sie einfach denken, ja, man hat schon gewusst, der ist alt, aber er ist am Schluss vom Tag auch nur irgendwie 2 Jahre älter, glaube ich, als der Donald Trump. Man ist, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass es so desaströs ist, aber also, auf jeden Fall, glaube ich, jetzt alles sehr gut aufgegangen. Ja, man hofft es. Ja, sie muss jetzt wirklich noch ihre Fragen beantworten. Aber jemand, der auch älter geworden ist, ich sage, ist ein älterer Mensch geworden, ist der Sherdan Shakir. Ja. Der Sherdan Shakir hat auch nie ausgemacht, oder? Der Sherdan ist zurück in Basel. Der Shaq ist zurück in Basel. Wir hatten dort willkommen geheißen mit einem riesigen Hallo und Zeug und Sachen. Schön rechtzeitig aufs neue Schuljahr. Ja. Finde ich super. Und Fun Fact, er ist ja wieder die halbe der Eltern eingezogen. Ja. Und nochmal Fun Fact, er passt immer noch ins Kinderbett. Wie teuer sind die Hotels in Basel, dass sich der Sherdan Shakir kein Hotel mehr leisten kann? Ja. Das ist mich wunderbar. Wahnsinnig. Ja, sie haben ihn jetzt beim ersten Spiel noch auf die Bank tun. Mit der Begründung, er sei noch nicht genug fit für 90 Minuten. Mm. Das ist auch der Titel von seiner Biografie. Das langt noch nicht für 90 Nein, Minuten. Das weiß ich noch nicht. Wäre noch lustig, aber dass ich anderen Jobs auch machen würde. Ja. Also, wir haben hier einen neuen Polizist. Top Mann, aber Verhaftungen, für das langt es noch nicht. Ja. Das ist sein Beruf. Das ist sein Beruf, aber langt noch nicht ganz. Ja, aber das Schöne ist ja, er ist jetzt zurück in dem Club, wo er gross, wie soll ich sagen? Er ist geworden. Wo er geworden ist und dort ist er jetzt, oder? Und das ist ja auch gut so. Also dort passt er ja her. Ja, aber ich verstehe es ja, dass er zurück zu Basel geht. Ich meine, dort hat er einen Stammplatz. Oder? Ja. So auf der Bank, immer schön der Zweite von rechts. Ja. Das ist schön, wenn du weißt, wo du hingehörst. Voilà. Haben wir Baslerinnen und Basler im Publikum? Mal Hand auf. Ja, da, 2. Sind die happy, dass er zurück ist? Ist euch scheißegal, gell? Ihr schaut den Handball. Nein, aber du hast ja schon gesehen, oder? Das erste Spiel, das ich gespielt habe, Givo da, ausverkauft. Mhm. Oder? Das ist schon ein Check-Effekt in Basel, ist definitiv da. Ich finde es geil, es ist ein Zug in der Super League, es ist gut für die Super League. Aber für mich ist der Sherdan Shakir so ein bisschen der Bitcoin der Fußballer. Das ist so, man hat immer aufs Potenzial gewettet. Mhm. Aber es hat wie so keinen Grund dahinter, oder einfach sehr wenig. Es ist extrem shaky. Oder? Es kann plötzlich macht wieder eine geniale Aktion, aber dann geht es auch wieder einfach zusammen. Okay. Und dann ist offensichtlich einfach nicht fit. Nein, also wenn selbst in der American, wie heißt die, MLS,
Major League Soccer, hat es einen Verriss gegeben. Also weißt, wenn du in Amerika, einem Land, wo Fußball noch recht jung ist und sie nicht so Erfahrung haben, nicht überzeugst, ist es nicht so gut. Ja. Nimmt mich dann noch Wunder, wie lange das er dann... Wie lange das Freude haben in Basel? Ja. Ich glaube sehr lang. Ja. Sag jetzt mal als Experte. Sag mal, der wahnsinnig viel Freude, der macht noch ein paar gute Spiele, macht noch ein paar Töpfe und so und die Leute werden noch lange Freude haben in Basel. Ich glaube, es gibt ein bisschen Balotelli. Also, ich glaube, sie werden wahrscheinlich Freude haben, dass er noch ein paar Töpfe macht. Also ja, definiere ein paar. Also das Bärli sind ja zwei und ein paar, ich sage, der macht 15 Goal pro Saison. Ist das viel? Also mit dem Testspiel. mit Training. Mit Training und Testspiel. Irgendwann, nein. Lass mal ab. Ja, unqualifizierte Aussagen sind meine Spezialität. Ja, absolut. Ja. Nein, Basel wird es erleben und die ganze Schweiz auch. Und Basel erlebt ja auch den ESC. Ihr habt es mitbekommen. Ja. Der ESC findet in Basel statt. Ja. Und das passt, weil Basel ist ja so die non-binärste Stadt der Schweiz. Oder man weiss nicht, ist es Frankreich, ist es Deutschland, ist es die Schweiz. Oder? Das ist Basel. Und da passt es perfekt. Dann freue ich mich für Basel. Ich kann auf jeden Fall sagen, Chemie stimmt. Ja, ich kann sagen, Chemie stimmt. Ja. Ja. Und es passt auch darum, weil Basel bekommt ja immer das, was Zürich nicht hat wollen. Ja. Der DJ Antoine zum Beispiel. Ja. Und es ist toll für die Basler Musikszene, oder? Sonst haben sie ja so musikmäßig das Basel-Tattoo, oder? Laut Webseite eine Show mit Dudelsackklang, Blasmusik und folklorischen Tanz. Und jetzt haben sie das ja zweimal. Schon lässig, oder? Ja, also ich freue mich riesig auf die ESC nächstes Jahr. Ich hätte ihn gerne in Zürich gehabt. Ja. Ich finde es unfassbar peinlich für unsere Stadt, dass sie das nicht hergebracht haben. Nur einfach eine Bewerbung einzureichen, was wenigstens unter die letzten drei schafft irgendwie. Oder unter die letzten zwei. Aber das ist wirklich, also das, aber hey, das ist typisch Stadt Zürich. So. Da haben wir von St. Gallen von Anfang an gewusst, wo wir hergehören. Ja gut, das einfach. Konzept schreiben wir gerne gratis Bratwürste raus. Ist ja kein Konzept. Ja, kannst du wieder zurückziehen, ist ja alles ja nicht. Was mich wundern nimmt, ist noch so ein bisschen die Nachhaltigkeit von dem ganzen Event. Was bleibt am ganzen Ding hängen? Oder? In Liverpool sind es irgendwie 60 Millionen gewesen, die sie eingenommen haben. Ich finde, da muss ja zuerst noch einiges bewiesen werden. Da kann der Hotellerie schief gehen, in der Organisation, oder die Leute merken, was das für ein Dialekt ist. Das kann hinten rausgehen. Also das heisst ja nicht, dass die Leute wiederkommen. Ich meine, wir als Deutschschweizer sonst gehen ja schon kaum auf Basel. Wieso soll die Welt kommen? Das ist eine mega schöne Stadt. Ja, ist also jetzt alles. So, ich bin Sommer dort gewesen. Es ist wirklich schön. Basel ist eine mega schöne Stadt. Das ist so. Ja. Ja. Ich will nie dort leben, aber es ist eine mega schöne Stadt. Hey, anderes Thema, das gerade auch vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Im Herbst will Swisscom neue Drohnen in Betrieb nehmen. Mit Tausenden von automatisierten Flügen wird sie ein Netz schaffen. Und das hat für mich so gezeigt, Swisscom ist jetzt in dem Alter, wo sie Drohnenflüge als neues Hobby entwickelt. Ja. Mir tut es ein bisschen seltsam. Oder man kennt ja Swisscom irgendwie von Kinos, Nachrichten, Reise, Haushaltsversicherungen und Kleider. Drohne passt jetzt nicht so, finde ich, in den Korb, oder? Von dem Angebot. Das wird ja sein wie bei allen, die irgendwann mal in das Alter kommen, die unbedingt eine Drohne brauchen. Oder zuerst schaust du so 500 YouTube-Videos, bis du entschieden hast, die teuerste ist die richtige, oder? Ja. Dann fliegst du zweimal und dann landet es im Keller und dann vergisst du es. Wird vielleicht mit der Swisscom auch so laufen. Wahrscheinlich. Ich stelle mir Geschäftsleitungssitzung noch cool vor, was sie entschieden haben. So, hey, look, wir haben viel zu viel Kohle. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen, Kollegen? Wir können zum Beispiel. Wir könnten Abos günstiger machen. Nein. Weißt du was? Wir kaufen Drohnen. Oh. Ja! Für was? Das ist Drohnen nicht. Nein, aber wirklich, wer braucht schon mehr Personal im Callcenter? Wenn du kannst Modellbau machen. Ja. Ist doch schön. Ja, als nächstes so eine Modelleisenbahn, oder? Ja. Und vor allem, sie brauchen ja dann die Drohne vielleicht, um ihr das Handynetz fotografieren. Ja, look. Ja, da, wenn da mit der Drohne das Handynetz fotografieren. Totale Abdeckung. Ja, jetzt sind wir mal ehrlich. Wie oft hat man schon keinen Empfang gehabt, wenn man jemandem hat wieder anrufen und hat gedacht, wenn ich jetzt eine Drohne hätte. Wow. Die Lösung für fast wie ein Holzbrett, oder? Ja. Und sie kaufen Drohnen. Und Swisscom will ja nicht einfach Drohnen. Zwei. Nein, ein Drohnennetz. Es muss ein Netz sein. Ja. Und das Netz braucht dann sicher eigene Antennen, die krank machen. Ja. Und künftig ist am Telefon dann immer die erste Frage, Entschuldigung, fliegen ihr mich? Hallo, fliegen ihr mich?
Aber jetzt ernsthaft, für was wollen denn die einsetzen, die Drohnen? Bringen denn die so, weißt, so Botschaften auf Zettel? So elektronische Brieftuben? Oder? Ja. Wie funktioniert das? Ja. Sie haben auf jeden Fall jetzt eine eigene Drohnenflotte. Man sagt ihren auch Hisbollah von der Kommunikationsunternehmen. Ja. Ja. Und dann attackieren sie Zendemasten von Sunrise und Salt. Wahrscheinlich. Ja, Obacht! Sunrise hat jetzt gesagt, sie wollen jetzt aufrüsten und kaufen Kampfjet. Oh! Und dagegen heben. Die Drohne. Ja. Also, was auf jeden Fall sicher kannst sein, wenn es von der Swisscom ist, es ist sauteuer. Ja. Das, ja. Das wird wirklich. Du kannst davon ausgehen. Ich finde es seltsam. Ich finde, das Drohnenthema bei so Firmen, da geistert so um wie fliegende Auto. Ja, bald fliegen Autos. Ja, wir brauchen Drohnen, da kannst du alles transportieren. Nein! Es geht immer so lang, bis es funktioniert. Es funktioniert also, ja. Ja. Oder auch nicht. Das ist irgendwie letztens in der Leber in Zürichsee gehalten, transportiert Die transportieren doch kein Leber mehr. Also irgendein Organ oder eine Blutprobe. Ich glaube, eine Blutprobe. Ja. Was ja, Anzeige ist wie ein Leber. Oh! Oh. Zum maximalen Organspendemangel. Aber die Leber hängen wir jetzt an der Drohne her und fliegen. Ja, nicht so offen! Zeigen wir mal den Zürichsee von oben. Welche Leber kannst du sagen, sie hat den Zürichsee von oben gesehen? Ja schon. Warum? Die Tüpfli schiessen. Nein. Also, Delfin sind kein Fisch. Ja. Kommen wir doch von der Luft wieder zurück auf den Boden bzw. auf die Straße. Und zwar haben wir das Problem, dass in gewissen Kantonen fangen so viele Fahrzeuge, dass die Nummernschilder langsam ausgehen. Oder? Ja. Weil einfach, es geht nicht mehr weiter, wir haben zu viele Fahrzeuge, wir kommen bei den Nummern einen Anschlag. Und da hat der Lorenzo Quadri, heisst der Herr, der ist ein Lega-Nationalrat. Ah, der. Ihr kennt den alle? Sieht übrigens lustig aus, müssen wir mal googeln. Wenn einer Lorenzo Quadri heisst, musst du mir das nicht sagen. Das lese ich. Er hat jetzt aber nicht nur schlechte Ideen, auch wenn er von der Lega ist und hat gesagt, er schlägt ein Beispiel vor, er würde Autonummern mit Zahlen und Buchstaben so zu ergänzen. Ja. Dass man so die Kombi hat. Und dann muss ich sagen, ja gut, also, ich habe das schon. Bei mir steht SG am Anfang. Ich check's jetzt auch nicht. Das ist ein Buchstaben. Ja, ist ein, oder? Aber ich meine, denke anders. Du kannst zum Beispiel anstatt, sagen wir so, Zug 10, kannst du haben, dekadent, aber geil. Oder? Auf dem. Hä? Ah. Weißt du, für 150.000 ja. Stunden? Ja. So. Also, wenn das jetzt das Problem ist, dass wir zu viele Autos haben, dass wir nicht mehr genug Nummern haben, die wir dranhängen können. Ja. 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 Ich hätte eine andere Strategie. Und zwar jedes Mal, wenn ich über die Straße fahre und Leute vor mir Auto fahren, denke ich, wir könnten auch einfach das Auto wieder wegnehmen. Das fände ich, habe ich jetzt das Gefühl. Ja. Die bessere Lösung, oder? Also, ja, das sind immer die anderen, natürlich. Natürlich, alle klatschen. Wenn sich da durchsetzt, hast du gar kein Auto mehr auf der Straße. Ja, es ist eine gute Idee, aber ich sehe jetzt einfach nicht nur Positives in dem Ganzen. Man stellt vor, es ist irgendeine grosse Veranstaltung und dann heisst es über den Lautsprecher so: TG Riesenpimmel 69, bitte umparkieren. Riesenpimmel 69? Ja. Fix in Thurgau. Und er ist auch einer, der extra falsch parkiert, dass er ausgerufen wird. Ganz klar. In der Tiefgarage, beim Holzzuschnüffeln. Ja, was? Bei so einem Holzzuschnüffeln? Ich hatte mal ein Erlebnis mit einer höheren Autonummer. Und zwar an meiner Fahrprüfung. Oh. Weil, also das heisst ja immer so, die höheren Autonummern, das sind die neuen, die es rausgegeben haben, das sind die Leute, die noch nicht so lange fahren. Okay. Ja? Und dann sind wir rausgefahren, im Straßenverkehrsamt in Zürich, da ist dort rechts runter müssen, von der bis Gürtelstrasse. Und dann, gerade hinter einem Mann, und habe ich gesehen, der hat irgendwie 800.000er Nummer gehabt. Ja. Und dann habe ich gedacht, schlau, jetzt zeigst du dem Fahrlehrer, dass du etwas verstehst. Und habe einem Prüfungsexperten, nicht dem Fahrlehrer, einem Prüfungsexperten gesagt, oh, 800.000er Nummer. Ich mache ein bisschen mehr Abstand, der fährt ja noch nicht so lang. Worauf der Experte überschaut und sagt, ich habe auch eine höhere Nummer und ich fühle mich nicht benachteiligt. Vor allem noch bei der Fahrprüfung. Und alle, die Late Night Switzerland schauen, wissen ja, ich und Fahrprüfungen, dass. Ja. Dann sind wir bei einem Rotlicht durchgefahren. Aber dann bist du eben nicht durchgefahren, weil ja die Fahrlehrerin dich gebremst hat. Ja, sind wir durch. Sie ist im 3, ja? Ja, ja, das ist gut. Ja, wir haben einfach gut zusammengeschafft. Ja. dann sagt man Chauffeur. Ja. Ja. Du müsstest vielleicht mehr ein bisschen beten, noch, bevor du gehst, Auto fahren, oder? Könntest ja, oder das, die mitfahren. Ja, gerade will ich. Könntest du das in der Peterskapelle in Luzern? Mhm. Weil dort steht jetzt ein KI-Jesus. Oh. Redend Antwort. Kannst du mit dem KI-Jesus nicht reden? Und was sagt denn der? Akku aufladen. Akku drinnen,
Oder wie steck mich bitte. Steck mich aus. Was sagt er? Meine erste Frage dort ist so ein bisschen, kann man einen KI-Jesus kreuzigen? Hm? Nein, aber er kann sich aufhängen. Ja. Das ist ein Computer. Ja, ein Computer. Ja, die Idee ist ja schon noch geil. Also du kannst ja wirklich reden mit dem KI-Jesus. Der ist auch in so einem Beichtstuhl drin. Es ist auch ein Bild von ihm drauf projiziert und so. Es sieht noch lustig aus. Und du könntest ihm auch endlich mal die grossen Fragen von der Religion stellen. Ja. Und dann auch eine Antwort zurückkommen. Was mich persönlich jetzt viel mehr würde interessieren, ist zum Beispiel, hey, wie ist es so, wenn man so einen berühmten Vater hat? Ja. Das nennt mich jetzt mal, ist das ein Druck? Ja. Weißt du wie? Ja, leck, Jim. Oder hast du schon mal überlegt, die Bude vom Vater zu übernehmen? Ja. Ist das ein Thema? Nachfolgeregelung. Ja, Nachfolgeregelung. Grosses Thema. Gerade auch im Zusammenhang mit der Versicherung und allem. Ja, Vorsorge. Ist das ein KMU noch? Ja, gilt es als KMU? Viele Mitarbeiter sind es ja nicht. Nein. Schon Familienbetrieb. Ja, Familienbetrieb. Nein, die erste Frage... Aber sehr eine einflussreiche Familie. Die erste Frage, die dem KI Jesus gestellt wird, ist hundertprozentig: Du weißt Passwort fürs WLAN. Ja. Blöd ist auch, oder? Wenn du dann irgendwie so mit ein bisschen Pech von einem ISA-Hänger als Ungläubigen ausgesteckt wirst. Ja, das wäre schlecht. Wichtig vielleicht auch noch, wenn du dort hingehst, oder? Und deine Fragen stellst. Kollekte sind in Bitcoin. Ja. Ja. Oder in Jacquiris. Ja. Wenn keine Antwort weißt, holst du ein Holzbrett. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Gut. Also bei allen Jokes, was wir glaube ich wirklich alle nie gedacht hätten, dass Jesus einer von den Ersten ist, wo du KI seinen Job verliert. Ja. Also, das wird viel im Kreis, wenn wir nicht mitnehmen. So eine einflussreiche Familie und dann das. Ja. An dieser Stelle, für die, die zuhören, auch noch schnell den Hinweis, ganz wichtig eintragen in die Agenda. Am nächsten Sonntag geht es nämlich los mit Late Night Switzerland. Oh, ja. Am 15. September sind wir wieder auf Sendung. Ohne den KI Jesus, aber... mit dem Halbgott Michael Schweizer natürlich wieder mit dabei. Und so viel darf man schon verraten, wir beide sind den Nationaltrainer, den Murat Yakin, besuchen. Ja. Und haben für ihn eine Schnitzelbank vorgetragen. Ja. 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 Ja, der Shakiri kommt auch drin vor. Ja, der kommt auch drin. Es wird eine coole Staffel, ich freue mich wieder sehr drauf. Ein paar wenige Bidets hat es übrigens noch. Die ersten paar Sendungen sind gerade voll, aber nachher hätte ich es noch Bidet. Könnt ihr gerne auf kaufleuten.ch euch jederzeit ein Bidet holen. Und wenn ihr schon gerade ein Bidet kaufen sind, da hast du ja auch eine schöne Erfahrung gemacht diesen Sommer. Ja. Kollegen von mir haben gefragt, sie würden uns gerne schauen, als Humorfestival auf Arosa. Mhm. Oh. Und dann habe ich gesagt, du hast überhaupt kein Problem. Wir sind mit der Comedy Manager Arosa, 14. Dezember, spielen wir live diese Kilbi, nachher noch Party im Dorf und so. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, wo komme ich denn die Billette rüber? Gehe ich da, Ticket Corner, oder wie heisst das da, die Ticketmaster und all die Portale und was weiß ich. Ich habe gesagt, nein, das ist ein bisschen anders, oder? Und jetzt muss man eben, man muss auf humorfestival.swiss. Weiss nicht CH? Nein, es ist Swiss. Das spannend. Das hat aber nichts mit der Airline zu tun. Humor. Und dann sucht man sich dort ein Hotel aus, das einem passt. Und dann macht man einfach dem Hotel ein Mail und sagt, ich würde gerne kommen. Sagen wir zum Beispiel jetzt den Comedy Männer. Und dann sagt man, ich hätte auch noch gerne Tickets für die Afterparty. Oder? Und dann schickt man das. Und dann kommt aber ein E-Mail zurück, wo dann sagt, ja, das kostet so und so viel. Und die Zimmer sind noch frei. Und dann schreibt man zurück, ja, dann komme ich. Aha. Und dann kommt dann irgendwann Bestätigung. Oder? Der Gleich, der ja das gemacht hat, hat ja das Parkhaus im Holz zuschnitt, auch Design. Kannst du denn noch feilen schon um den Preis? Also du kommst dann noch Offerten über. Los, ich kläre das ab bis zur nächsten Folge. Überhaupt kein Problem. Nein, es ist nicht so kompliziert. Aber es ist eine Arbeit. Aber könnt ihr das machen? Wir sehen uns am 14. Dezember am Humorfestival in Arosa. Ui, was böse Wort gesagt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Oder? Ja, absolut. Aber ich muss, wenn ich gerade schon da bin, bevor wir den ganzen hier abschließen, ich muss mich bei jemandem entschuldigen. Oh. Ich weiss den Namen aber nicht. Das wird noch ein paar Mal vorkommen. Ja, da wird noch ein paar Mal vorkommen. In der Regel kenne ich auch den Namen. aber in dem Fall wirklich nicht. Jetzt bin ich letztens im Ausgang wieder mal. Schön lustig war und dann heim mit der ÖV gegangen natürlich. Und dann steige ich aus und dann ist vor mir eine jüngere Frau ausgestiegen und ist so vor mir gelaufen. So, wir laufen so ein schmales Weg wieder auf und ich hinein an und es ist Nacht. Und ich weiss ja jetzt genau, die Frau denkt, hinter mir läuft einer an. Unangenehm. Und sie denkt ja da wirklich. Und die aus Reflex heraus findet, ja komm, in der Regel würde ich den Gas geben, überholen und sagen,
Abend, dass ich vorbei kann, wenn sonst schleiche ich so langsam durch die Nacht durch, das ist ja auch nochmal seltsam, dann bist du einfach noch ein Weirdo, der irgendwo in einer Gasse rumsteht. So. Also fange ich an schneller laufen. Oh Gott. Arme, haltet schnell an. Ich fange an schneller laufen. Sie fängt an schneller laufen. Und am Schluss am Ende von der relativ langen Gasse war es fast so, dass wir eigentlich beide gesprintet schon fast sind. Und sie wahrscheinlich das Gefühl hatte, der verfolgt mich. Ja. Sie hat dann zum Glück an einem anderen Ort müssen abbiegen und ich auf die andere Seite, da bin ich sehr befreit von dem Gedanken. So, oh Gott im Himmel, okay, das haben wir erledigt. Ja. Sie hat die Hand ziemlich sicher so am Pfefferspray gehabt. Hättest du aber ehrlich gesagt auch ein bisschen verdient in dem ja. Ja. Aber es ist also tatsächlich, ich hatte die Situation auch schon gehabt, und das überfordert einem selber ein bisschen. Sehr seltsam. Man weiss ja, man will ja nichts Böses, oder? Aber man weiss trotzdem, irgendwie gibt es ein ungutes Gefühl. Und ich bleibe in der Regel stehen oder nehme einen Umweg. Ja, und also im Fall gern auch, meine ich total ernst, schreibt mir oder uns mal ein DM als Frau, was kannst du als Mann machen, dass es den Frauen Sicherheit gibt? Weil einfach hinten dran laufen und sagen, ich mache im Fall nichts! Ja. Ich bin der Stefan Büsser! Und ich habe einen Hund dabei! Ja, das sage ich einmal. Das ist ja auch komplett weird. Ja, ja. Aber du musst keine Angst haben, dann hätte ich Angst. Eben, es gibt so kein richtiges Verhalten. Was ist das richtige Verhalten? Ja, ich das können wir als Männer nicht nachvollziehen, wie das ist. Gut, ich bin auch schon allein durch den Wald gelaufen. Ja. Aber das ist wirklich, das ist etwas, das kannst du als Mann aber nicht einfach stehen bleiben ist auch irgendwo seltsam. Dann stehst du irgendwo in einem Quartier umeinander. Ja, das mag je nach Quartier. Ist auch weird. Denn unter Umständen kommt irgendjemand anders und sieht da einfach einen im Quartier. Da hat der Schweizer Michael, der im Quartier rumsteht. Dann sage ich einfach, hallo, ich bin der Stefan Büsser. Funktioniert jedes Mal. Das ist alles Normalste auf dieser Welt. Das Problem ist, du wirst jedes Mal verhaftet. Das ist irgendwie nicht geil. Nein, aber das sind Fake-Artikel, Aaron. Hast du das noch nicht gemerkt? Ich bin noch nie wirklich verhaftet worden. Du solltest das machen. Was verhaftet werden? Nein, du solltest Artikel rauslassen und sagen, dass, ja, das sind Fake-Artikel und Geld kassieren. Eindeutig so. Das ist ein hoher Smart. Ja. Oder wir könnten deine Mutter abzocken und könnten sagen, Stefan ist etwas passiert. Das ist jetzt ein bisschen schnell. Was kann ich was ist denn los? Rennst du an den Frauen an, willst du deine Mutter abzocken? Du hast einen langen Sommer gehabt. Ja. Ein bisschen viel Sonne für euch. Ich muss mich bei deiner Mutter dann auch noch entschuldigen. Ja, ich überweise ihr ja das Geld wieder rein. Ich wollte eigentlich noch erzählen, wie ich an einer Hochzeit war. Oh, ja, unbedingt. Nein. Ich war an einer Hochzeit und dann war dort ein Phänomen, wo ich immer wieder darüber lachen muss. Oder? Und das gibt es nur in der Schweiz. Das ist das Phänomen vom Hochzeitsapero. Und der Zweiklassengesellschaft. Das gibt's nur in der Schweiz. Dass irgendeiner sagt, ja, weisst, wir, Charin und ich, wir heiraten, oder? Und dann kommen 100 Leute, und dann kommen aber nochmal 50 Leute, die wir jetzt nicht wollen, zum Nacht einladen. Weil die Hackfressenden, wenn wir jetzt nicht werden, zum Nacht auch noch anschauen, aber ein Geschenk bringen, können sie ja trotzdem. Und darum machen wir ein Apero. Wo nur die Apero-Gäste eingeladen sind. Oder? Und dann hast du auch nachher die mit dem blauen Schleifchen sind am Apero. Ja. Und die mit dem roten Schleifchen, die können fressen. Stell dir mal vor, es ist irgendwo in Süditalien oder auf dem Balkan ist so eine Hochzeit, oder? Und dann das Brautpaar verschickt so die Einladungen und dann heisst es so, ja, ihr seid eingeladen zum Apero. Und dann schaut Giovanni so drauf, also was ist Apero eingeladen? Also, ist jetzt Hochzeit oder was ist? Das gibt's dort nicht! Das gibt's nur in der Schweiz! Ja. Das ist das Pünktlichste, was man je überhaupt kann machen kann. Da musst du wirklich Schweizer heißen, um so ein Seich machen. Also, ich würde es jetzt nie machen, aber also ein Hochzeitsapero. Das ist so ganz. Kannst kochen, kannst 100 Noten kannst deponieren, zwei Gläser Orangensaft, ein bisschen Trockenungs, da Blätterteigenbäck und dann kannst du verreisen. Oder? Und wir können nachher schön Filet fressen. Oder? Und dann gibt es die dritte Kaste, das sind die vom Turnverein, die nicht mal eingeladen sind. Aber am Schluss dort stehen so. Das sind die allerärmsten. Nein, komm. Stehe ich nicht. Bitte, wenn ihr geht, oder sagt ihr? Die beim Turnverein? Ja. Das ist das Niederste. All die in so einem Verein sind, müssen ja dann immer Angst haben, dass eine Hochzeit und ein Fest ist ja anstrengend. Ja. Du bist irgendwann am Morgen, am 4 Uhr, bist du fertig.
kommst im dümmsten Fall heim in deine Wohnung. Au. Und irgendein Iltis hat mit Backstein deine Wohnungstüre zugekleistert. Du bist fix im falschen Verein. Ja. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ja. Wie kannst du deine Vereinskollegen so fest hassen, dass du die Wohnung verwüst? Doch, ein bisschen lustig ist. Nein, ich würde durchdrehen, wirklich. Du weißt, dass wir auch ein bisschen im Verein sind. Darum sind die nicht an meine Hochzeit gegangen. Auch nicht an Apero. Nein, aber wirklich noch als Wichtigste. Darum habe ich eine Hochzeit abgesagt. Klar, absolut. Falls ihr jemals noch heiraten wirklich. Und ihr findet, hey, schaut, wir können es uns einfach nicht leisten, alle einzuladen, darum machen wir einen Teil ab. Ich glaube, das ist der Hauptbewegung. Dann macht doch ein kleines Menü. Dann macht einfach ein bisschen Bratwürst, Bürli, jedem ein Bier. Und dafür dürfen alle kommen. Ja. Das wäre mein Ding. Finde ich gut. Also wir sind zeitlich auch schon ein bisschen am Ende. Ich würde vorschlagen, dass ich die Geschichte, wenn ich mit einem... jetzt darf ich nicht zu viel verraten. Ich bin verwechselt worden und es ist turns out sehr lustig geworden. Ich erzähle das in der nächsten Folge. Ist das okay. Gut? Ja. Kein Problem. Nimm das in die nächste Folge. Cliff, dann haben wir einen Cliffhanger für die nächste Folge. Und würde das an dieser Stelle hier mal beenden. Für euch im Saal geht es jetzt nachher gerade weiter mit einem kleinen Q&A. Man beantwortet noch Fragen, die niemand stellt. Und wir haben noch ein Geschenk. Wir haben noch ein Geschenk für alle euch hier. Offiziell verabschieden wir uns an dieser Stelle. Schaltet gerne wieder ein nächste Woche. Vielen Dank, sind ihr da gewesen. Habt einen schönen Abend. Gute Nacht miteinander. Danke. Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden von Emmi-Joghurt pur. Das einzige aus nur 3 Zutaten. Emmi-Joghurt pur.